Himbeeren schneiden. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Himbeer schneiden, da unterscheidet man zwischen Sommer- und Herbsthimbeeren. Ja, das ist so, es gibt die Sommer- und die Herbsthimbeeren. Ich habe hier eine Sommerhimbeere, die hat im Sommer ja, einige Himbeeren dran gehabt. Bei den Herbsthimbeeren, das sind jetzt die da, ihr seht ja, da sind noch Himbeeren dran. Moment, ich habe doch vorhin noch nicht gesehen. Da unten ist noch was dran. Hier unten. Da na. Oben sind. Ich habe doch jetzt vorhin noch ich zwei. Ach, jetzt, hier, ja, genau. Hier, da sind noch zwei schöne rote. Aber richtig schön. Mhm. Also, das sind die Herbsthimbeeren und die kann man noch ernten, wirklich, wie es heißt, bis zum Herbst. Ne? Aber jetzt ist dann Ausschluss. Und die Herbsthimbeeren, die werden komplett bis zum Boden abgeschnitten. Also da wird nichts unterschieden zwischen einem alten Trieb und einem neuen Trieb, sondern einfach komplett abschneiden. Das Einzige, was man vielleicht schauen kann, das mache ich immer, dass ich ein bisschen ausdünne auch. Ne? Aber das Ausdünnen ist besser, das macht man erst im Frühjahr. Also schneide ich das jetzt einmal komplett ab. Hier, bis runter alles. So, oh. Seht ihr, das einfach abschneiden, da kann man gar nichts falsch machen dann. Die drehen wir dann von unten wieder im Frühjahr nach. Ah, da ist noch eine Himbeere, habe ich gesehen, eine schöne oder zwei. So. Die Kerstin dann runter durch. Ne? Die kriegen die Hunde. Betty isst die so gerne. Da. Ja, eine kannst schon du auch essen. Ne? Eine krieg ich. Eine es du. Sind ja sogar drei. Eben, also. Ja. Andi ist jetzt leider nicht da, aber wenn du doch eine findest, dann. Ja, ich bin mal ein, wir haben sogar vier oder fünf da. Ja, dann passt. Musst halt dann schauen. So, seht ihr das? Ja, hier. So radikal macht man das ganz einfach. Ne? So, fertig da. Das sind die Sommerhimbeeren. Nein, die Herbsthimbeeren. Die Herbsthimbeeren, entschuldige. Ja, jetzt komme ich schon durcheinander. Ja, das Laub, was da drinnen ist, das ist vom Apfel, vom Kirschbaum zum Teil. Das lasse ich einfach drin. Und ich nehme jetzt dann einen Häckler und lockere nur am Rand ein bisschen die Erde auf und gebe ein bisschen Kompost da drauf. Weil es ist nicht mehr viel Erde drin, es ist viel Wurzelzeug. Ne? Und ich lasse die ja in dem Kübel drin. Gut, jetzt kommen wir zu den Sommerhimbeeren. Die Sommerhimbeeren, die schneidet man, wenn man es abgeerntet hat. Und zwar nur diese Ruten, wo die Beeren dran waren. Weil es ist ja nicht an jeder Rute eine Beere dran. Ne? Bei den ganz Jungen da zum Beispiel, da waren keine dran. Und jetzt, also man schneidet die, wo die Beeren waren, schneidet man dann auch ab bis zum Boden runter. Ich weiß, das war die da. Da sind auch noch, das sieht man noch, sind vergammelte Himbeeren dran, die sind nicht mehr ausgereift, ja, getrocknet. Ist auch halt vergammelt, so sagen wir das da. Ne? Ja, und die tue ich dann auch gleich mal weg. So, und da seht ihr, das sind eine, da war nichts dran. Und die lasse ich jetzt mal stehen. Das Einzige, was ich da auch wegschneide, das ist, wenn so kleine Äste von so einem Stamm, wenn die nach innen reinwachsen oder quer und behindern dann andere, dass die schön gerade stehen, das tue ich dann immer weg. Da ist auch eins, das kommt auch weg. So, dann da haben wir auch, na, da war auch keine dran, das weiß ich. Es ist nämlich so, dass ich, wenn es immer zu viel ist, dann dünne ich das auch immer ein wenig aus. Wenn die im Freien im Beet stehen, braucht man das ja nicht so machen. Man reißt schon immer wieder ein wenig raus. Weil, wie gesagt, zwischen den Ruten soll Platz drin sein. Da soll Sonne reinkommen und soll auch die Luft, der Wind durchgehen. Ne? So, da waren welche dran. Nein, da waren keine dran. Hätte ich schon ein bisschen eher machen sollen, aber da war was dran, das weiß ich auch noch. Ein bisschen ausschneiden, ganz einfach. Ne? Die so blöde wachsen, die schneiden wir weg. So. Das da noch. Und hier. Ne? Also alles, was ein bisschen so quer wächst. Egal in welcher Richtung. So, dann hat man da schon noch mal ein wenig Luft drin. Es geht nach oben. Da geht auch an der Quer rein. Da waren auch Beeren dran. Die tue ich auch gleich weg. Jetzt warte. Das sieht man noch.
Da sieht man nämlich noch, da werden noch eine kommen, aber die trocknen dann einfach ein oder wenn nichts mehr. Da ist dann ihr Zeit vorbei, wenn der Herbst kommt und reifen die dann nicht mehr. Die blühen dann nicht einmal mehr. Und da war es aber doch genauso, ja. Der muss dann auch raus. So, jetzt ist aber schön Luft drin, ne? Das ist was anderes. So. Und der wächst da hinter, das, naja, nicht so schlimm. So, und so schaut jetzt das dann aus. Also noch einmal, bei den Sommerhimbeeren schneidet man gleich nach der Ernte und nur diese Ruten schneidet man bis zum Boden ab, wo Himbeeren dran waren und die anderen lässt man stehen. Und bei den Herbsthimbeeren, da schneidet man komplett dann bis zum Boden ab. Ich lockere jetzt also die Erde noch ein bisschen auf, so gut es geht. Du gleich einen Kompost draufstreuen, ein bisschen dicker. Ne? Und im Frühjahr, wenn die dann austreiben, dann dünne ich die jungen Triebe alle ein bisschen aus, dass es nicht zu viel wird. Weil bei denen da, weil sonst wird ja das alles, dann werden sie ja wieder zu eng und dann reifen sie nicht oder sie vertrocknen dann eben nicht. Da kommt es dann vor. Ja. Mehr ist nicht zu beachten. Wenn euch der Tipp gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke fürs nächste Video, das ist morgen. Schaut mal in meinem Shop vorbei, gibt's wieder was Neues. Und bis morgen, tschüss, eure Gartenmoni.